Ja, hier hätte ich jetzt gerne noch einen Zeitraffer, wo das beschleunigt. Wo war das? Hier war das. Zwischen 49 Erbsch in der Hosentasche. So, wir wissen, dass der neue Mähdrescher, den ich im Auge habe, den hier, oh Gott, der kostet sogar 4000. Und was ist mit dem? Warum ist das so angeblich so toll? Das ist absolut lächerlich. So, was haben wir noch? Ein neues Schneidewerk, was vielleicht breiter ist. Das wäre auch eine Option, aber geht ja nicht, weil der, ja. Geht nicht, weil der andere schon so. Silage wäre eine Idee. 38.000. Brauche ich den Anhänger wieder. Ach, das ist so unvorstellbar viel Geld. Habe ich auch ein Ding mit Mod. Das ist richtig schön breit, das Ding. Ist nicht so teuer, aber da brauche ich halt wieder ein. Ah, das braucht man ja schon hier. Zuckerrohr ist gar nicht so teuer. Aber die Erntemaschine garantiert. Wo sind die? Ja, 340, ja, okay. Vergiss es. Der Flug, Sämaschinen. Sprühen brauche ich theoretisch nicht, weil das macht meine Sämaschine. Düngerstreuer. Da passt 700 Liter rein, das ist lächerlich. Das schaut schon besser aus. Die können wir sogar leisten. Ich kriege ihn zwar nicht voll. Frage, wenn das ein. Ich ein bisschen was rein tanke. Ah, hier ist ein Düngerstreuer, kein Miststreuer jetzt. Sieht man doch so billig. Hier ist ein Miststreuer. Frage ist, kaufen die das automatisch nach? 8 Meter. 15 Meter. Hm. 49. Kaufen wir dir nochmal spaßeshalber. So, der hat noch ein bisschen Kapazität. So, du koppelst mal ab. Dann fährst du mal. Wo kann man den Kurs einstellen? Ah ja, natürlich. Schweinefutter holen, bringen, holen. Den da. Den fährst du jetzt mal bitte. Ich will mich nicht selber fahren. Das ist ganz praktisch. Dann können wir nämlich jetzt in der Zeit, wo der hinfährt, halt sehr schön zu ihm springen. Schauen wir mal zu, wie er macht. Ich könnte auch mal so runtergehen, gell? Geh mal 75. Falls der Weg zu weit wird. Dass es trotzdem rechtzeitig da ist. Er fährt ja eh noch 40. Jetzt
Beziehungsweise könnte man hier auch ein bisschen mehr einstellen. Wo sind wir denn da? Ach, soll er 40 fahren? Soll er 50 fahren? Komm. Machen wir nicht lange rum. So. Jetzt fällt er doch recht groß. Und so, dass er ewig bis er tot ist. Nicht so weit nach rechts, gell? Das ist eine haarscharfe Aktion jetzt wieder. Oh Gott. Alter! Alter Schwede. Das war schon ein bisschen knapp. Wo ist er denn hingefahren? Warum? Na gut, ich meine, er ist da, aber wie er halt da ist, ist die Frage. Ich gebe den hier weg, oder was? Doch, jetzt. So, da ist mein Mistwerfer. Moment, der muss vor dem Bearbeiten muss es drauf, oder? Bin ich ein bisschen blöd jetzt. Können wir den einmal drehen. Und jetzt soll er zurückfahren. Das da. Gib ihm. Okay, das war der falsche. Bringen. Wo fährt er jetzt hin? Okay, er dreht. Ja. Was macht er denn da wieder für einen Schmon? Er wirst du wohl schaffen, da mal sich irgendwie einzupendeln, oder? Danke. Mann, 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 Mann. So, der ist bei 71, okay. Muss gerne mal schauen. Wenn ich den Code draufpacken muss. Ich vergesse nicht zu blinken, gell? Okay, er blinkt gar nicht. Das ist natürlich auch nice. Aber nichts ändern. Ich wollte schauen wegen dem Mist. Mist, 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 Mist. Nein. Da. Ja, nicht hilfreich. Nicht hilfreich. Nicht hilfreich. Da vielleicht? So, wo hängt er jetzt? Er fährt zurück. Wieso fährt er zurück? Wieso fährt er jetzt zurück? Sollte doch gar nicht. Sollte doch stoppen. Stoppen, ja. Stoppen.
möchte ihn wegbrennen, noch mal neu machen dann. Aber ist erstmal wurscht. Er ist ja da. So mehr oder weniger. So, brauchen wir ein bisschen Scheiße. Was ist mit dem Hänger passiert? Ach so, muss ich das Zeug selber verladen. Oder wie? Ja, das ist schon klar, zuerst aufhören. Sagt man sich, dass ich das Zeug erst selber einladen muss da. Das wird nicht richtig ätzend. Ich glaube fast nicht, dass das so war, oder? Oh Gott. Es ist so. Man kann alles... alles la... Das ist doch scheiße. Das war ich. Ja. Gut. So, er ist dann bereit, oder? Alle anderen Kleider voll sein, schätze ich mal. Bei 95% muss er wegfahren, also. Ja, ein bisschen Platz hat er noch. Wir werden nicht sehen, ob es funktioniert. Und wisst ihr was? Ich glaube. Ich glaube, ich werde die Anmoderation erstmal lassen, jetzt die nächsten Zeit. Aber ich weiß, wenn ich schneide, ich habe das Video am Dienstag gesehen, das war jetzt über eine Stunde. Ja, ich werde es einfach nacheinander aufnehmen und schneiden, wie ich möchte. Und so 30 Minuten Folgen draus machen. Ist dann ein bisschen einfacher für mich. Bitte fahren Sie jetzt weiter. Ja, wundervoll. Auch dieses Schienen voll ist. Ich muss gucken, ob das funktioniert. Das wird nichts mit 95. So ein bisschen blöd ist jetzt. Der ist mir doch auf 95 ein. Da auf 90. Aber die Position brauchst du jetzt nicht mehr. Genau, jetzt fährt zum Wegpunkt. Der eigentlich links von ihm ist. Genau. Sehr schön. Oh, dieses Lenkrad hier rechts. Schön, da ist der Wegpunkt. Frage ist, schafft er das? Checkt er das? Macht er das? Also ich brauche keine Wegpunkte mehr, aber. Ist auch nicht so tragisch. Links. Sehr schön. Hier wieder rechts. Ja, blinken tut ein Bauer nicht. Weiß schon. Fährt zum Tanken. Tanken kann er noch, braucht aber nicht. Ist jetzt auf 20%. Ich habe es noch schon mal eingestellt, auf alle Fälle. Boah, voll eckig. Er könnte tanken, er tut es aber nicht. Boah, boah. Alter, was... Was tut er da? Ach, Leute. Jetzt bin ich extra auf... Der fährt jetzt weiter. Guck mal, was jetzt steckt. Jetzt rechts, ja. Jetzt bitte abladen. Und zwar vernünftig.
Der fährt einfach durch, eins von beiden. Was war das? Was war das? Was war das? Wir fetten das langsam. Das hat jetzt wenig PS, gell? Deswegen. Das war hier. Das wollte ich. So, kann ich jetzt den Kurs hier bearbeiten? Nein. Oh, ist das ein Gefummel. Das ist ja Wahnsinn. Kann ich den auch mal löschen? Und den müsste ich jetzt irgendwie bearbeiten. Wie kann ich den bearbeiten? Wie kann ich den bearbeiten? Wegpunkte löschen. Ja, nicht alle. Jetzt fangen wir wieder von vorne an. Wie war denn das? Ja, okay. Dann löschen wir die komplett. Fangen wir noch neu an. Alter, laden wir das Ding ab hier. Das Zeug loswerden, dass wir schnell unterwegs sind. Was fackelt denn der so? So, jetzt aber. Sollte der Tasche gleich voll sein, aber das stört mich jetzt gerade nicht. Dann fahren wir jetzt einfach hier durch. Er ist eh voll beladen. Dann müssen wir mal rechts. Jetzt hier einen Wartepunkt einsetze. Kann ich da einen Trigger einstellen oder muss ich das doch so machen? Parkpoint. Dann geht's weiter. Das geht weiter, ja. Dann fährt einmal links. Dann fährt er nochmal links. Ganz dicht an die Zapfsäule ran. Parkpoint. Ich glaube, der war zu weit weg. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, ich muss noch ein paar Tutorials anschauen, glaube ich. So richtig habe ich es noch nicht raus in dem Zeug. Ja, Feld 3 AB.
So, jetzt schauen wir es nochmal ein hier. 7,7 war zu wenig, machen wir mal 8, nee, 7,7 müsste eigentlich sogar passen. Das passt auch, das passt auch, das ist alles gespeichert. Mal finden und fällt 3, 50, 60, okay, passt. Gut, gib ihm. Wohin fährt er jetzt? Wie kann 3 schon Reichweite? Ich denke es aber auch, dass er fertig ist. Okay, dann werden wir gleich sehen, was los ist. Das ist halt hoffnungslos überladen mit dem. Na, sag schon. Anhänger. Das Cosplay wird mir das so auf die Palme bringen. So, da steht er. Oh, der ist schon fast wieder da. Das muss jetzt etwas schneller gehen mit euch beiden. Du könntest auch von vorne ranfahren, aber das mockst du ja auch nicht. Drehen. Ich muss den Parkpoint setzen und deine Zeit einstellen, gell? Sowas. Sowas. Abfahren. Da haben wir es. Machen wir mal 20 Sekunden bei beiden. Das müsste etwa reichen. Genau, hier fährt er durch, beschleunigt. Schon sehr abenteuerlich, die Route, die ich da eingestellt habe. So, jetzt fährt er rechts, ohne möglichst irgendwo reinzufahren. Danke, danke. Fahr einfach geradeaus, fahr einfach geradeaus, fahr einfach geradeaus, fahr einfach geradeaus. Danke. So, jetzt müsst ihr hier anhalten. Stopp. Abkippen. Der ist zu weit vorne, gell? Wartet ihr 20 Sekunden oder 11 bis 26 Sekunden Motten? Ab. Okay. Jetzt fährt er wieder. Okay. Das ist strange. Aber er hat getroffen. Natürlich muss er da warten, ist ja klar. Da brauche ich keine 20 Sekunden, dann reichen dann 5 oder so. Bei beiden. Der ist weit hinten, das sehe ich jetzt schon. Also werde ich die Kurs nochmal neu einstellen. Jetzt ging es mir nur darum zu sehen, ob es richtig ablädt. Das hat er getan. Der Taktik muss schwerer sein. Die Zugmaschine ist dafür nicht geeignet, die ist zu leicht. Wenn der Anhänger richtig voll ist, dann ist es ganz schnell vorbei bei dem. Naja. Sehr schön. So, der ist kurz davor. Ja, beladen. Da bräuchte ich eine Schaufel oder so. Was soll denn?
Ich brauche noch einen Traktor. Ich habe aber kein Geld für einen Traktor. So, den stellen wir erstmal hierher. Dann werden wir ihn, weil er etwas schwerer ist und stabiler, vielleicht das Zeug abfahren lassen. Ich glaube, das ist effizienter, ja. Mit den leichten vielleicht verkaufen. Mais ernten. Ist auch eine schöne Arbeit. Dauert auch noch 3-4 Stunden oder so. Ja, dann soll er mit dem fahren. Dann ist er nicht so schnell, aber effizienter. Denke ich. Ich sage, es ist rumgespielt ohne Ende. So, dann muss ich jetzt rechts, dann muss ich hier entlassen, abkoppeln. Machen wir den da rüber. Nein. Löschen. Das da. Und zwar Feld 3. Und einstellen. Der Drescher ist gerade nicht auf dem Feld, aber jetzt ist er auf dem Feld. Er steht natürlich mittendrin auf dem Feld, aber ich denke mal, wird das ein bisschen Hand in Hand läuft, wird das schon funktionieren. So, die können wir jetzt eigentlich das da rausnehmen und schließen. Steht echt mit laufender Motor da oder was? So, jetzt solltest du aber genau, brav. So, und er könnte jetzt theoretisch, ich weiß nicht, könnte er so ein Ding vorne dran haben? Ich brauche den Traktor, ja, stimmt. Hilft nix. Brauchen wir für das Obstding hier, für das Obstding, schon für das Ding. Ah, hilft noch nichts. Oh Leute, mein Urlaub ist schon wieder vorbei, also mein Kurzurlaub, den ich gemacht habe, die Woche. Es ist so grausam, wie schnell der Urlaub immer vorbeigeht. Na gut, ich war jetzt einfach bei meinen Eltern, um ein bisschen zu helfen im Haushalt und so. Dass dem Daddy ja nicht so gut geht. Jo, und da hinten müsste ich immer wieder hin und ich habe jetzt keinen Traktor mehr. Ich brauche einen Traktor. Ach, wie gemein. Da würde ich mich jetzt echt freuen, wenn ich mal kurz auf die Hupe drücken könnte und 1 Million auf dem Konto hätte. Wobei ja eigentlich alle beschäftigt sind. Ach Gott, das ist ein Zirkus. Da habe ich mir das vorgenommen hier mit dem Let's Play. Was hast du zu tun und wie lange dauert's? 118 Minuten sprühen. Das könnte ich in einer Stunde schaffen. Aber 56.000, das ist echt lächerlich. Was hast du? Ja, läuft. Das Geld könnte ich gut gebrauchen, aber... ich habe die Zeit nicht. Und ich muss den Rechner jetzt halt mal ausmachen, weil der läuft jetzt auch schon wieder seit gestern durch. Ist klar, ne? Hab doch allen Schuss. Ich
verkaufe ich Schweine. Ist ja schon wieder voll. Das ist ja der Wahnsinn. Ist doch gar nicht voll. So, naja, war das denn für eine Aktion jetzt? Warum fährt er nicht weiter mit seinem Traktor? Wo will er jetzt hin? Hä? Was tut er denn da? Okay, fährt er jetzt weiter? Ja, okay. Strange. Hinten ist schon grün geworden, habe ich es gerade richtig gesehen? Okay. Tatsache, wieso ist da unten schon grün? Ich habe doch oben angefangen. Boah, die 5 ist auch schon reif, gell? Das wird hier genauso laufen wie vorhin, dass beide Felder fertig sind. Die hier nichts zu tun habe. Oh Mann. So, von der 5 müsste ich auch noch abfahren, die Tour. Das dauert ein bisschen länger.